Herzlich willkommen zu den How-to-Videos für Anleger. Durch die Investitionen in die Finanzmärkte suchen wir nach unterbewerteten Wertpapieren. Diese Suche kann auf zwei verschiedene Weisen unternommen werden. Entweder von oben nach unten oder von unten nach oben. In diesem Video erkläre ich Ihnen kurz die Top-Down-Suche. Mit dem Top-Down-Investment suchen Anleger zunächst ein gutes makroökonomisches Umfeld, das gut für die Aktienkurse ist. Damit meine ich, dass Sie nach Ländern oder Zonen suchen, in denen der wirtschaftliche Zyklus gut läuft. Dies können Sie anhand der Beschäftigungszahlen, des Bruttoinlandsproduktes, der Exportzahlen und so weiter bestimmen. Diese Art der Forschung wird als Top-Down bezeichnet, da sie von der Spitze der Wirtschaft nach unten blickt. Nachdem Länder oder auch Zonen gefunden wurden, die florieren, schauen sich die Investoren nach Sektoren um, die für Investments von Interesse sind. Und nachdem sie das abgeschlossen haben, schauen sie sich im Sektor um, welche Unternehmen unter- oder überbewertet sind. Diese Art der Suche für Investitionen ist ziemlich veraltet. Das hängt damit zusammen, dass viele Länder miteinander so sehr verbunden sind, dass sie keine eigenständige Volkswirtschaft mehr sind. Die Top-Down-Methode ist aus unserer Ansicht nur sinnvoll, wenn die Länder nicht miteinander verbunden sind, sodass ihr Wirtschaftsstand der Haupteinflussfaktor der örtlichen Finanzmärkte ist. Heutzutage ist Bottom-up-Investment wesentlich sinnvoller als Top-Down. In einem anderen Video werden wir uns näher mit dem Bottom-up-Investment beschäftigen.